Jetzt in der Sonne von Katar am Strand liegen. Das wäre schön. Doch das ist ganz schön teuer. Doch die Regierung von Katar hat ja das Fanprogramm ausgerufen, wo man kostenfrei nach Katar kommen kann, um Fußball zu gucken. No, das will ich auch. Und ihr kommt auch mit. Wenn in Katar lebende Gastarbeiter als deutsche Fans eingekauft werden, dann müssen die mich doch mit Kusshand nehmen. Ich mache notfalls sogar Werbung für Katar. Also ab zur Botschaft. Sie können weiterlaufen. Ja, hier ist Rick von Bild TV. Wir wollen auch nach Katar. Weiterlaufen und wir können die Polizei an. Nee, wir sind Fans von Katar. Ich habe sogar ein Trikot an von Katar. Ich würde alles tun für Katar. Weiterlaufen und wir können die Polizei an. Komm doch aus Katar, oder? Ist das schön? Wir würden nämlich auch gerne mal nach Katar fahren. Wir haben gehört, es gibt auch so Fanreisen dahin. Und ich habe extra ein Trikot angezogen und sogar einen Pin. Und habe gesagt, damit komme ich doch dahin, oder? Ich würde auch positiv über Katar berichten. Würden Sie mich mitnehmen? Ich bin nicht... Aber vielleicht kennen Sie ja jemanden in der Botschaft, der mich mitnehmen könnte. Vielleicht. Ja, ich würde auch einen Brief schreiben oder so. Und nächste Frage, ich habe auch ein tolles Strandhandtuch schon dabei. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Ja, natürlich. Ja, ehrlich? Oh, da, super. Der Botschafter macht auch schon einen Abflug. Vielleicht überlegt er sich es nochmal, deswegen habe ich einen Brief formuliert. Den werde ich jetzt mal abgeben und vielleicht laden Sie mich ja doch noch nach Katar ein. Schieben wir mal durch. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Schließlich wurden ja auch deutsche Fans eingekauft. Vielleicht muss ich es direkt in Katar versuchen. Am besten den katarischen Fußballverband anrufen. Salam alaikum. Hallo. Wir wollen auch nach Katar. And we would really like to come to Katar to see some football games. And we would even help you on social media that Katar will be the best on social media ever. Okay, I will transfer a call to them. They will answer your questions. Hallo, hier ist... Kindly provide your feedback following the rating scale from 5 to 1. So, da komme ich auch nicht weiter. Na gut, ich versuche es am Flughafen bei Qatar Airways. Da gibt es sogar einen eigenen Schalter für Fans. Ja. Aber freust du dich schon auf die Fußball-WM? Ganz ehrlich, überhaupt nicht. Warum nicht? Und ich finde es auch richtig scheiße, dass der FC Bayern München von Katar gesponsert wird. Das muss ich ja wirklich mal sagen. Ich reg mich gerade auf. Wenn ihr Fans dort... eingekauft oder eingeladen. Denkst du, die nehme ich mit, wenn ich jetzt hier mal ein Check-in gehe und sage, ja, nimmt er mich mit? Also ich glaube, das Regenbogenbändchen ist ja nicht dabei, also wahrscheinlich gute Chancen. Ne? Ja doch, warte mal, pass mal auf. Ich habe ja natürlich mein Strandhandtuch dabei. So, wenn ich damit auf den Strand gehe, das schwierig, ist doch... Schwierig, meinst du? Schwierig, sehr schwierig, ja. Freust du auf die WM trotzdem? Ja. Hallo. Hallo, hier ist ja der offizielle Fan-Counter. Wer darf denn hier mitfahren bei Ihnen? Oh, jeder, der eine Hire-Card hat. Okay, weil Katar lädt ja auch Leute ein, ne? Dahin. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht kann mich ja auch Katar Airways einladen. Ich habe alles dabei. Pass, Ball, Trikot. Ich bin Fan. Und? Hashtag I'm a Fan will ich auch überall posten. Würden Sie mich mitnehmen? Nein. Und wenn Sie in das Gesicht gucken, würden Sie mich dann mitnehmen? Auch dann darf ich Sie leider nicht mitnehmen. Okay, mich will keiner kaufen. Niemand nimmt mich als bezahlten Fan, der Werbung für Katar macht. Dann nehmt wenigstens noch den Gruß mit zur WM.